Okay, wo wir gestern noch einen Clip mit der wohl besten Werbemusik aller Zeiten bekommen haben. With Manticore's new tech. War abzusehen, dass der tatsächliche Trailer zur 5. Staffel von Jurassic World Camp Cretaceous nicht lange auf sich warten lassen sollte. Jetzt, circa 24 Stunden später, haben wir ihn sogar schon bekommen und er fängt wie auch schon der Teaser mit einer Rückblende aller vergangenen Staffeln an. Was für mich auch damals schon irgendwie so gewirkt hat, als wenn das Jurassic World Dominion der Serie sein soll. Die Great Conclusion. Ich persönlich habe in den Staffeln auch mal Parallelen vom Aufbau zu den Filmen gesehen. Die erste Staffel war noch wie Jurassic Park oder Jurassic World, die zweite Staffel hat sehr an Jurassic Park 2 und 3 erinnert, die dritte Staffel hatte viele Elemente aus Fallen Kingdom und die vierte Staffel war irgendwie wie ein Teaser zu Dominion. Und daran wird die fünfte Staffel anschließen und einen direkten Übergang zum letzten Film bilden. Aber egal, gehen wir mal von dem, was wir schon kennen, zu dem, was wir noch nicht kennen. Ich bin by the way sehr froh, dass wir sehr viele neue Szenen bekommen haben und nicht nur Erweiterungen von denen aus dem Teaser. Okay, wir sehen zunächst mal, dass die Lastwagen, die Dinosaurier transportieren, nicht von der Insel wegfahren, sondern Dinosaurier von Nublar auf Manticore Island bringen. Darunter auch einer der Baryonyxe und ich stelle mir die Frage, könnte das vielleicht der Baryonyx sein, der in Dominion die Armprothese hatte? Und könnte man hier eventuell erfahren, wie er seinen Arm verloren hat? Im nächsten Clip sehen wir dann wieder Hawks, den wir schon im Teaser gesehen haben, der ja aus Staffel 3 kommt und da noch für Wu und Mills aus Fallen Kingdom gearbeitet hat. Was ich mich schon immer gefragt habe, ist, ob Mills in irgendeiner Verbindung zu Biosyn steht und wenn Hawks jetzt sowohl für Mills und Wu als auch für Manticore arbeitet, könnte das vielleicht die Erklärung dafür liefern. Und ja, manche wollten mir mit der Theorie nicht glauben, aber Kenji verrät die Camper für seinen Vater. Und er verrät sie nicht nur, er sperrt sie sogar ein. Es macht aber den Eindruck, als wenn sein Vater ihn dabei manipuliert. Mein Vater versucht, die Dinosaurier zu retten, genau wie wir. Indem er sie gegen ihren Willen kontrolliert? Ihn zu überreden, dass das eigentlich was Gutes ist, wie es auch schon mit Dr. May Turner passiert ist. Eine große Überraschung für mich war das tatsächlich nicht, da auch schon zum Beispiel in Staffel 3 klargemacht wurde, dass Kenji alles hinschmeißen würde, um wieder sein reiches Leben zu führen. Als nächstes haben wir etwas sehr Tragisches, egal ob es jetzt Nublar oder Manticore Island ist. Wir sehen Bumpy. Sie verhält sich aber sehr komisch, als würde sie von einem der Gehirnchips kontrolliert werden. Ansonsten will ich jetzt auch gerne nicht mehr auf den Trailer selbst eingehen. Wir haben doch ein paar nette Dinosaurier-Szenen, zum Beispiel eine Hauptrolle vom Spinosaurus, der jetzt ein Bodybuilder ist. Und sogar endlich den Plesiosaurus, auf den wir ja schon seit Staffel 1 auf dem Tor Hinweise bekommen haben. Wobei ich sehr glücklich bin, weil ich bin ein großer Fan von dem Tier, also danke. Oder die beiden Rexe, die eventuell sogar die beiden aus Dominion sein könnten, die ja von Isla Sorna kommen und daher nach Collins Bestätigung auch Buck und Doe aus The Lost World sein könnten. Ich will jetzt aber nochmal über eine Theorie sprechen, die mir gestern in den Kopf kam, als dieser Clip online gekommen ist. Mit der Präsentation und der Musik macht das eher den Eindruck, als wenn das ein Werbeclip von Manticore für die Investoren sein könnte, von denen in Staffel 4 schon gesprochen wurde, dass sie in den nächsten Tagen kommen werden und man ihnen diese Technologie mit den Chips präsentieren will. Aber was ist, wenn diese Investoren von Manticore, Angehörige von Biosyn, wenn nicht sogar Lewis Dodgson selbst sind, die von dieser Technologie so beeindruckt werden, dass sie Manticore kurzerhand aufkaufen oder anderweitig übernehmen, die Dinosaurier in ihr Biosyn Valley bringen, sämtliche Technologien übernehmen, wie wir auch in Jurassic World Dominion dann gesehen haben, und die Manticore-Insel dann kurzerhand in die Luft jagen, wie auch schon im Buch von Jurassic Park. Was auch erklären würde, warum die Manticore-Insel nirgendwo auf dem Dino-Tracker zu finden ist. Eigentlich müsste sie ja irgendwo in der Nähe von Nublar sein, aber bis auf die 5 Tote ist da nichts zu finden. Und da die Manticore-Insel jetzt eh nicht den größten Radius hat, könnte eine Zerstörung vielleicht die Antwort darauf sein. Ich hoffe, das Video war in gewisser Weise hilfreich, was wir von der 5. Staffel erwarten können. Vor allem, weil ich gestern erst ein Video darüber gemacht habe und ich dementsprechend jetzt ein bisschen updaten musste. Ja, ihr wünscht euch aber sowieso öfter Videos, von daher, bitte.